So, jetzt bin ich gespannt. Ich, wie gesagt, ne, macht mich fertig jetzt so, ne, weil ich, Die Cleveland ist übrigens ein ganz tolles Schiff, also muss die Montpellier eigentlich auch ein gutes Schiff sein. Sag ich mal so. Boah, ich bin so lange keine Cleveland mehr gefahren. Ich glaube, dass ich das letzte Mal Cleveland gefahren bin, da war das Ding noch auf 6. Jetzt kriegt ihr eine Spielweise zu sehen, die ich überhaupt nicht kann. Mich zurückhalten, irgendwo verpissen und aus dem Hinterhalt schießen, so. Das ist eine Spielweise, die liegt mir gar nicht, aber ich versuch's. Ich tu mein Bestes, Leute. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich versuche eine Runde zusammenzukriegen, das wird jetzt sehr anstrengend. Mal gucken, ob ich das bis zum, ins letzte Drittel des Games schaffe mit dem Schiff. Da hieß sie noch Colorado, genau, und hatte Tops. Kennst du noch die alte Colorado mit den Tops? Dr. Soldberg, grüß dich. Shaky, shaky. Komm, Kagero. Du und ich und ich und du. Das ist die Weep-Hupe, oder was? Oder ist das die reguläre Cleveland-Hupe? Das ist ja crazy, Mann. Aber es hat nicht so komische Special-Effekte wie die anderen Anime-Dinger, die es ganz früher gab. Ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die nochmal? Blue. Irgendwie sowas. Ben, grüß dich. Du hast mir in-game eine Nachricht geschrieben. Meine ADHS-Lampe, die habe ich beruhigt. Arpeggio of Blue Steel, genau. Die hatten ja noch so Special Animations, so speziellen Rauch und spezielle Animationen für, wenn sie kaputt gegangen sind. Ist leider nicht. Sieht ein bisschen straight aus. Hatte mal eine hübsche Weepchen, ich denke mal, die hört man im Stream wahrscheinlich nicht so gut. Die ist ziemlich leise bei mir. Schaffe dahinter zu kommen. Gucken, ob ich dem DD irgendwie ein bisschen. Wie soll ich sagen? Ein bisschen Feuerschutz geben kann. Und ich glaube, den werden wir mal in Brand stecken hier. Gucken, ob ich da rankomme oder ob die Firing Arc zu hoch ist für den Weg. Oh Gott, sind die ewig unterwegs, die Geschosse. Boah, mit solchen Schiffen tue ich mich immer schwer, die so eine mega hohe Firing Arc haben. Auch Atlanta und sowas tue ich mich mega schwer mit. Umso flacher das schießt, umso besser. Oh yeah, jetzt krieg ich bestimmt Dreck aufs Maul hier. Holy moly. Noch mal ein bisschen Radarchen hier. Oh oh. Das schmeckt dem. Das mag die Monarch, das kennst du nicht anders. Das ist die Monarch in ihrem normalen Gefilde. Dealing with fire. Oh shit. Ich glaube, ich lade mal auf AP um. Aua. Das war jetzt unerwartet. She's on fire. I am the god of hellfire and I bring okay. You fire. Du willst die Atlanta sehen, überlegst dir die zu kaufen.
Ihr wollt eigentlich alle die Miyogi sehen, ich weiß das. Gott, ich bin gleich so im Arsch. Ich muss mal ganz deutlich weg hier. So, Brüder, ich muss mal los. Au! Immer auf den Popo. Ich glaube, ich sollte mal aufhören zu ballern, dann gehe ich vielleicht mal zu. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten, ich bin so gierig. Deswegen, ich bin ganz schlechter Kreuzerfahrer, weil ich so gierig bin. Lass mal weiter ballern. Aber es ist halt typisches Cleveland-Gameplay, ne? Macht schon Bock, also Feuer legen und so. Wenn man in der richtigen Pose ist. Wenn man weggeschossen wird, ist nicht so lustig. Ne? Passt doch zu She's on Fire und Monarch brennt. Doch, zeig dir gleich die Atlanta. Ich stell gleich. Vielleicht kriegen wir ein Trägermatch, dann kann ich die ganze Zeit irgendwo hinstellen und Planes runterrattern. Aber wir haben heute auch wieder mehr die Lemming Train nicht Captain im Team. Aber ist okay, muss man auch mal haben. Ich glaube, wir waren in den letzten Wochen zu verwöhnt. Wir hatten zu viel Matchmaking-RNG zu unseren Gunsten. Jetzt kriegen wir alles wieder zurückgezahlt. Enomec, grüß dich. Herr Mikasa auch. Die müssten mal... Ja. Upje Pass. Ich wollte alles davon machen, dass wir das endlich wieder schenken können, Bester. Ich brauche das kleine Kaninchen. Ja, das, ne? Wir machen demnächst auch eine Gruppe auf. Sag ich euch. Die Zeugen des Kaninchens. Das setzen wir dann irgendwann zusammen mit den Zeugen Laguns und den Zeugen Johns. Haben wir für jede Sekte was dabei. Sabaro, grüß dich. Ey, wir müssten mal ein Trainingsmatch machen. 12 gegen 12 in Mikasas. Da wäre ich mal für. So Entry in den Wettbewerb, nur wenn man eine Mikasa benutzt. Das heißt, man muss die ja besitzen und so. Um mal so den Mikasa-Verkauf anzureizen. So Verkaufsstrategien-Style und so. Warum dann schon gehen? Ich bin dein Vater. So sieht's aus. So, jetzt werden wir hier Multiziele anwählen. Weil wir ja Übersicht haben. Und total kompetent im Sterben sind. Werden wir jetzt gleich aus drei Richtungen aus dem Maul kriegen. Holy moly! Haul ab, du! Du sowieso dahin. Scheiße, ich glaube, wir sollten uns lieber aufteilen. Ja! Ja, auf die Weise einmal, können wir mehr Schaden anrichten. Einmal transformen, bitte! Ich bräuchte jetzt einmal einen kleinen Zerstörer und Nubo. Bruder, ich muss los! Nukular. Ja, Nukular. Nukular. Habe ich euch schon mal gesagt, dass 37.500 HP echt schnell aufgebaut sind? Finish him. Ja, das ist eine gute Idee. Finish him! Oh, grüß dich. Hat er nicht gekriegt. Hat er ihn nicht gekriegt. Oh, shit. Blixnix, Mensch. Vielen lieben Dank für deinen Resub im 10. Monat, Mann. Vielen lieben Dank, Mann. Ha, getroffen und nicht gestorben. Vielen lieben Dank. Da kann man ein bisschen Hype machen hier. Hup. So, das Überleben war gar kein Problem. Im Angesicht des sicheren Todes schafft er es doch noch zu flüchten. Ey, hört auf! Er hat gesagt, er hat es geschafft zu flüchten. Gewinnen und überleben. Don't prove me wrong! Rest in pieces! Wieder, ne? So nach 10 Uhr her. Baby schon da.
So, Republik. Genau, den finishen wir jetzt. Hat er nicht gesagt. Nie auf die unendlich dumme Idee wegzulaufen. Denn ich habe 6 kleine Freunde, die alle schneller laufen können als du. So, jetzt nimmt er die Beine in die Hand gleich. Beziehungsweise wird völlig verrückt. So, jetzt. Jetzt kriege ich gleich aufs Maul. Jetzt gleich scheppert's aber bestimmt. Nicht auf die nette Weise. Oh, shit, habe ich doch gesagt. Aber ich habe es fast in die dritte Hälfte des Matches geschafft. Fast. Kleiner Kobold, grüß dich. Die ist sich, glaube ich, noch ein bisschen am Beschweren. Whips! Ja, das ist die Montpellier. Gefahren von mir. Fühlt sich an wie eine... Ja, ist halt eine Cleveland, ne? Aber halt in Weeps, ne? Schönes Stück. Kann man wahrscheinlich wieder mit den Special Camos eine ganze Menge Kohle mit scheffeln. Also ist ein ganz nettes Premium-Schiff. Vielleicht kriege ich das ja in die Hände für euch, dass ich euch das verlosen kann.